Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, ich möchte hier die Insel noch ein bisschen ausräumen und möchte dann schauen, dass wir mal mit ein bisschen Speed hier arbeiten. Das heißt, ich werde jetzt dann immer permanent das Segel laufen lassen, damit wir hier schnell vorwärts kommen. Man sollte auch springen, ne? Zocki. Ich wollte gerade testen, ob ich schon rüber kann oder ob ich noch was bauen wollte. hat natürlich super hingehauen jetzt, ne? Bin ich voll? Was wollte ich machen? Na, ich habe Platz. Okay. Trophäenhammer, okay. Axt habe ich. Ach so. Eine Axt wollte ich, glaube ich, bauen. Aha. Eine Axt wollte ich bauen. Habe ich, Schrott und so ein Graffel? Warte mal. Warte mal. So. Ja, ich will nämlich hier fertig werden auch mal mit Raft. Ich habe ja mein Ziel gesetzt, dass wir den Forschertisch einmal rauf und runter lernen. Jetzt muss ich kurz schauen. Da waren die Blümchen, genau. Da. Irgendwann müsste. Ich hoffe, ich habe noch Schrott. Schrotti! Blümblätterchen. Ja, zwei Schrott müsste reichen. Volle Hitten. Dann brauche ich eine Säule, brauche ich da. Ich glaube, eine Planke brauche ich da. Dann brauche ich noch ein Bolzele. Haben wir dann eine Bolzele? Ein Bolzele für mich? Einmal Bolzele? Einmal Bol. Netzwerfer. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe einen Frosch im Hals. Räusper, räusper. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man diesen Netzwerfer nur für die Schäfchen nutzen kann oder Ziegen, was es hier geben soll. Oder ob man das eventuell auch auf eine Möwe klatschen kann. Und da bin ich überfragt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, aber einen Barren für einmal Bolzen. Und dann können wir die Metallaxt schon herstellen. Supi, supi. Habe ich denn schon ein Bürgelein? Bürgeleinhammer, wunderprächtig. Viel Mampfo-Mampf haben wir da. Das passt mir auch ganz gut. Wobei das Mampfo-Mampf gehört hier nicht rein. Nee, nee. Ich muss mit da. Ich brauche da mal Ordnung. Zocki und Ordnung. Pff. Wo gibt's denn sowas? Ja. Ja, man versucht sich hier Mühe zu geben. Ich bin schon wieder hungrig. Jo. Gott sei Dank haben wir noch ein gebratenes Fischeli da. Mahlzeit. Durstig sind wir auch schon wieder, gell? Ich habe meine Trinkflasche, ist leer, kann das sein? Ja, volle Hüten. Na dann. So, na, mehr. Look, look, look. Bring mal ein Schluckerle. So, dann tun wir gleich wieder unser Wasser hier reinigen. La, la, la. Und dann müssen wir wieder rauf zur Insel. Die Bäume schlachten. Ja. So. So, dann muss ich tauchen. Sind wir dann hier gerade erst gestrandet? Ich bin eben vergessen. Ich sollte mir anfangen, die letzten Parts anzuschauen, ne? Ich nehme es mir immer vor, ich vergesse dann immer schön sauber. Der Hai macht einen nervös. Schnappst du gleich zu? Oder habe ich noch Zeit? Wetten, wenn ich oben bin? Dann knappert er wieder unser Floß an. Der Saukerl. So, aber jetzt. Heureka! Okay, es geht's nicht aus. Au! Voll auf den Stein geklatscht. Okay, ich muss noch was bauen. Wahrscheinlich deshalb. Planken habe ich noch mit. Okay, ich wollte es nur mal testen, ob es schon geht. No. Nope. Nope, nope. Schaut aber ein bisschen kacke aus so, ne? Naja. Gut. Ich glaube, das da.
So. Und jetzt da. Heureka! Ja, jetzt hat's hingehauen. Schon fast zu hoch, aber es hat noch geklappt. So. Platztechnisch schaut es jetzt natürlich katastrophal aus, Gott sei Dank. Würde ich sagen, hau mal zuerst einmal die Bäumchen weg. Da habe ich noch eher die Chance, dass wir rucksacksparend arbeiten können. Rucksackplatzsparend arbeiten. War das Deutsch? Ich glaube, ungefähr. So. Ich bin Österreicher, ich kann kein Deutsch. So. Upsa. Komme ich hier hoch? Bitte? Wahrscheinlich nicht, ne? Wäre ja auch zu... Ui. Wahrscheinlich wollte ich deshalb höher bauen. Wow, dass ich hier hoch kann. Ach, das ist immer lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich da so rüber baue, müsste ich da auch hochkommen, ne? Weil da wollte ich rauf. Wow. Ah, bitte, ein Doppelsprung. Ein Doppelsprung. Yes. Ja. Supi. Passt. Haben wir uns Planken gespart zum Bauen. Geilo. Eine Kiste voller Graffel. Glas. Planken. Meh. Bolzen war, glaube ich, noch drin. Das Grillengezirpe könnte jetzt gar nicht besser passen. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Gibt es hier Dreck? Zufällig? Ich könnte mal so eine richtig schöne Portion Dreck gebrauchen. Bitte? Ja, tschüss, Planke. Die esse ich, glaube ich, gleich mal weg, die Mango. Nom, nom, nom. Schmatz, schmatz. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Blumenernte. Warum gibt es hier nichts Dreck? Ich hätte so gern mal wieder einen Dreckhaufen gehabt. Oder nehmen wir die Melone. Na, Melone ist nicht gut wegen Sämlinge, ne? Ich könnte aber die Kokosnuss wegessen. Dann bräuchte ich mir keine Sorgen machen. So, Melönchen. Genau. Weil wenn wir einen Melonsamen kriegen, ne? Ananas gibt es hier oben auch. Meine Güte. Ja, da kann man nur fröhlich zum Zirpen anfangen. Da unten, die nehmen wir noch auch mit, schnell, schnell. Dann gehen wir mal ausleeren. Mit einem gezielten Sprung klappt das ja, dass wir hier... Du Arschloch, hi. Schau, wie er unser Floß zerlegt, ne? Du Bengel. Mir fehlt Kunststoff. Wer hätte das gedacht? Aha, Clipper. Warte, ich habe keinen Platz frei. Ich bin überfordert. Langsam. So, was ich machen wollte schon länger, ist auch mal eine Truhe zu bauen. Also die Truhe hier eigentlich rauf, ne? Rauf zu tun. So, die tun wir mal weg, die Fischilis. So, obwohl ich ein paar zum Kochen brauche, ist mir schon klar. So, bis wir 20 haben. Genau, 20 und 5. Da haben wir unsere Obstgeschichtel. Ja. Die roten Beeren. Ich habe vergessen, wofür ich die gebraucht habe. Aber mir wird schon wieder irgendwann einfallen. Ein bisschen an Fisch könnt ihr aber schon mitnehmen. Zum Braten, ne? Was haben wir noch hier drin? Farb. Das gehört nicht dorthin. Da haben wir Farb. Die Farbe gehört auch rüber eigentlich. Also der Behälter gehört eigentlich darüber. Ich würde sagen, hier, ne? Das Glas kommt mal weg, der Bolzen kommt mal weg. Was ich mit der Muschel machen soll, so viele Nester, soll ich das? Ja, wir könnten eigentlich ganz oben so einen Bereich machen, wo nur Möwen wohnen. Vielleicht klappt das ja. Aha, Sauerstoffflaschen fehlt mir schon wieder. Das verbraucht sich so schnell, das ist eine Frechheit. So, da. So, hier tun wir jetzt rein einmal die Blanke.
Da haben wir mein. Nein, warte. Ich will ja das Floß nochmal reparieren. Das machen wir noch vorher. Meine Zocki, du bist unkoordiniert. Einmal, zweimal, dreimal. So, kann er schon knabbern, der Hundling. So. So. Repariert, repariert, repariert. Mal kurz einen Check machen. Rundherum. Ob noch das Floß einigermaßen intakt ist. Erz brauchen wir halt einen Haufen, ne? Metallerz. Brauchen wir einen Haufen. So. Gut, repariert hätten wir. Genau. Hier muss ich hin. So, einmal weg mit dem. Weg mit dem. Das weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt brauche unbedingt, aber derweil das Blattelwerk kommt weg. Ja, das brauche ich jetzt gleich zum Glipper machen. Da tun wir's, ich würde sagen, das Essen tun wir mal so ein bisschen hin. Dann ist er ungefähr ein bisschen eine Übersicht. So. Hier haben wir die Sämlinge drin, glaube ich, ne? Ja. Die kann ich auch schon mal hier hinpacken. Gut. Gut. So. Klipper. Ah, warte. Da muss ich aber, ich nehme mal zwei Planken mit, weil wahrscheinlich für die Schmelze, ne, damit sie noch funktioniert, werde ich da einheizen müssen. So ist fein. Genau. So, das zu dem. Jetzt habe ich wieder Platz ein bisschen. Ja, das Clipperwerk tun wir derweil wieder weg, bis wir unsere Flasche bauen können. So, was brauchte ich für die Flasche nochmal schnell? Das war hier, glaube ich, ne? Flasche. Also hätten wir eh schon. Da. Das hätten wir ja sogar schon. Zack, zack. Und dann hier Sauerstoffflasche. Kunststoff fehlt noch ein bisschen. Wer hätte das gedacht, ha? So, zum Glück haben wir hier eine Truhe voll mit Lumpert. So, zack. Und können wir schon ausrüsten für die Floßkies. Brauche ich noch ein bisschen Glipper und nochmal Kunststoff. Habe ich jetzt den gesamten Glipper verbraucht? Echt wahr? Das waren 7 Glipper, die wir gebraucht haben. Zwei müssten übrig sein. Hatte ich 7 oder 5? Ach so, ich hatte eh genug, nur hier braucht man nochmal zusätzlich zur Flasche. Ach so, ja, dann ist klar, dass alles weg ist. Da brauche ich mich da nicht wundern. Nüssen, ne? Okay. Glubsch, glubsch. Essen. I'm hungry. Noch vorher schnell was zu Mampfi machen. Nom nom. Ach, der Hai, ne? Einmal Schüssel. So, her mit der Suppen. Der Hai macht mich fertig. Heute schon mal gesagt. Der Hai macht mich fertig. Ein Kompott können wir das nächste Mal kochen, würde ich sagen. Das habe ich schon mir letztes Mal gedacht. Ach so, Planken. Braucht da oben so eine Kiste eigentlich schon, ne? Mit Holz und so. Nerv. Nerv, nerv, nerv. Doing, doing, doing. Aber ich habe eigentlich eh den Zugang hier, ne? Also, ich nutze ihn nur nie. Ich puste ins Mikro. So ist gleich besser. Es ist besser so. So. Jo. Ich müsste mir hier hinten so ein Tafel machen, ne? Wo steht Pfeil nach oben, Küche. Das wär's. Das wär's. So was brauche ich. So, hier auch noch schnell planken. So. Perfekt. Habe ich jetzt noch Planken übrig? Na, passt. So muss das sein. Jo. Ich hatte ja schon mal die Phase, da habe ich versucht, das hier zu überdachen, ne? Aber irgendwie ist dann überhaupt keine Möwe mehr gelandet. Wie man es macht, ist verkehrt. So. Finster ist. Ich traue mich auch überhaupt nicht mehr, hier unten ein Bett aufzustellen, weil dieser Kackhai
frisst mir mal das Bett weg. Aber ich könnte mir ja behilflich sein, indem ich hier... Warte, wo war denn das Gerüst? Da. Hier die Foundation hier baue. Geht das überhaupt? Mir fehlen die Sachen. Darum geht's nicht, sonst wird's eh gehen. Ich gehe mal schnell mein Zeug holen. Weil, ehrlich gesagt, zieht mir das schon jetzt ein bisschen an, dass immer fort, die ganze Zeit, mein armes Bett verschwindet. Habe ich noch was? Ja. Ich habe sowieso vor, hier alles irgendwann mal sicher zu machen, ne? Also ist das jetzt eh gut investiert. So, wie war das jetzt nochmal schnell mit dem Bett? Hier, ein Bettchen. Blanke, Palmblatt, Feder und Nägel. Nägel ist gerade ein Problem, weil ich keinen Schrott mehr habe, glaube ich. Das heißt, ich muss mal auf den Meeresgrund da unten tauchen und schauen, ob da noch was ist. In der Hoffnung, dass noch was ist. So. Zack, zack und zack, zack. So. Passt. Aber ich habe ja noch das 0815-Bett. Das könnte ich derweil zur Not aufstellen. Dass wir wenigstens quasi ja, bis zum nächsten Morgen pennen können. Ne? Dass ich wenigstens das hier quasi aufstelle. Ne? So schön am Rande, dass wir auch den Teppich hier nutzen können. Genau. Und irgendwie muss ich den Fail hier noch rückgängig machen. Ich bin schon überlegen, das wieder wegzureißen und neu zu bauen, ne? Damit das wieder einheitlich diese braune, schöne Farbe hat. Weil das Streichen habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ich wusste nicht, dass beide Seiten gestrichen werden. Also wenn es nochmal einen Patch gibt, liebe Entwickler, macht das weg. Das ist nicht schön. Wenn man, das hilft nämlich gar nichts, wenn innen und außen das Floß kunterbunt ist. Das meh. Wobei, ich habe mir schon überlegt, so rot-weiß, aber da müsste man wirklich die Latten einzeln streichen können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht mal so ein Gedanke. Aber wir legen uns mal hin. Ja, gute Nacht. So. Der neue Morgen. Ach. Oh, wir sind am Verrecken. Sehr super. Halt, wo ist meine Gemüse... Zum Frühstück mal eine köstliche Gemüsesuppe. Hm, Kompott wäre mir zwar lieber, aber besser als nichts. Man soll sich nicht beklagen. Butter ist ein Nebel. Himmelsseiten, eine. Wäh. Da wird es dann gleich anders. Da will ich gleich nochmal zurück ins Bettchen und gar nicht aufstehen. So. Nicht schön. Nicht schön. Nein, nein. So. Wir, so. Zack. Und schlürfen die gleich mal weg. Kochen uns selbstverständlich gleich die nächste. Ich wollte... Was bräuchte man für... Ah, fürs Kompott gehen die giftigen Beeren. Das macht gar nichts, das ist die Würze. Melone, Mango und Ananas und die Giftbeere. Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir mal einen Kompott. Immer nur Suppe ist ja auch... Ja, das passt mir gut. Komm her, du Hundsviech, du ländiges. Wo ist es denn? Wo bist denn? Saufig. Komm her, komm her. Bang. Bang. Zweimal haben wir erwischt. Sehr gut. Besser als nix. Mir fehlt schon die Blanken. Der Bibi. Immer fehlen mir Blanken. Sollte mich hier mal beeilen, bevor ich wirklich gar keine Blanken mehr habe. Ich glaube, es ist eh schon soweit, oder? Ja, es ist schon so. Aber dann werden wir hier, ne, ganz elegant unsere Bäumchen mal tradieren. Da kriegen wir auch noch Blanken. So, dafür habe ich sie ja angepflanzt. Wobei ich sehe schon, ich sollte eher Kokosnüsschen pflanzen, wenn ich auf Blanken ziele. Weil die geben wesentlich mehr Holz als die Mango. So. Und weil wir ja so viele Sämlinge haben... Hier jetzt mal ausnahmsweise gar kein. Ja, erstmal noch zum Frühstück eine leckere Kokosnuss. So, Mahlzeit. Aber hier müsste was sein. Zwei Palmen nur und keine Mango. Ja, gute Nacht. Ah ja, mir ist die Kiste gefressen worden, glaube ich, ne? Bin
Mit die Sämlinge oder was? Irgendwas ist mir gefressen worden. Aufgefuttert. Einfach so weg. Ich weiß es nicht mehr. So. Natürlich gießen. So, ein Schlücki. Schlücki für uns. Ein Schlücki nur. Nur ein Schlücki. Verstehst du mit Ü? Ein Schlücki. Habe ich jetzt wirklich nichts mehr? Wassermelonsamen. Nicht einmal ein Mangosämchen. Nix mehr. Kein Ananassamen. Nix. Mein Ananas bringt mir jetzt eh nichts, aber das ist jetzt schon traurig. Ja, Mahlzeit. Wenigstens eine freut sich. Ist wurscht, vielleicht haben wir Glück und aus den beiden Palmen hier entstehen auf wundersame Weise wieder zwei Sämlinge. Vielleicht haben wir das Glück. So. Schnell den Reiniger befüllen. Der gehört auch mal geputzt. Der ist schon ein bisschen dreckig. So. Ja, winke, winke. Gut. Platz. Kompott wollte ich kochen, genau. Da brauche ich eine lecker Ananas dafür, eine lecker Mango dafür, einmal lecker Giftbeere, einmal lecker Melone und das müsste schon sein. Jo. Den Clipper verstecke ich gleich wieder. So, zack. Den gebe ich derweil auch weg, wegen Platz und so, ne? Seil und das brauche ich jetzt auch nicht, das kommt derweil auch wieder weg. So und so. Und so. Genau, jetzt müsste ich wieder recht gut Platz haben. Ja. Genau, und das Floß wollte ich noch schnell reparieren. Es fehlt mir Kunststoff. Ach, es ist... Nee. Ja. So, hier schnell die Planken. Passt, dann kann der Clipper weiter. So, egal. Egal jetzt. Wurscht. So, ich komme hier nicht mehr... Ich werde hier nie mehr fertig. Keine Chance. So. Zack. 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 Und zack. So, Melönchen. Die Beere. Die Ananas. Und die Mango. Genau. Rezept. Dieses Rezept möchte ich irgendwann mal machen. Aber das sind halt zum Teil Zutaten, die wir für den Haiköder brauchen. Und hier das mit dem Ei und Milch ist eh klar. Das würde mal wahrscheinlich von der Ziege oder einem Schaf stammen. Nehme ich mal stark an. Jo. Gedacht, ich hätte hinten was gesehen. So, den Fisch können wir eigentlich mitnehmen. Dann können wir gleich so, zack. So, schön Bratibrat. Fisch. So, jetzt können wir da alles hinplatzieren, wie es sich gehören tut, während das der Kochen tut. Köchle, Köchle. So. Passt. Auf ein neues. Dapsel, 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 dapsel. Dapsel, 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 dapsel. Und Heureka! Sehr schön. So, vielleicht schaffe ich es nochmal. Ruck, ruck, ruck. Ja, ja, ist schon gut. Friss dann schön. Komm, ruck, 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 ruck. Es hat doch vor... Jawohl. Hat schon geklappt. So, Mango. Vielleicht habe ich Glück und es gibt einen Sämling, einen schönen. Jawohl. Zwei sogar. Drei sogar. Yes, das Viere. Ich muss mich öfter aufregen. Habe ich schon gemerkt? Nice. Vier Sämlinge in einem Baum. Und einen Palmsamen auch noch dazu bekommen. Ja, was will ich denn schon mehr? Nice, nice. So, Blümchen. Platz ist schon wieder meh. Aber ich würde sowieso den Samen eher lassen, weil... Wenn man die... Oder? Das schmeiße ich weg. Das brauche ich eh nicht. Nein, nehmen wir sie mit.
Von der roten Blume. Rotem Blume. Palmblatt war das, genau. So, das zu dem schon mal. Dann können wir nochmal zurück. Auf unser Flößchen. Das können wir noch mitnehmen. Und die und die. Und die da. Den Rest muss ich beim nächsten Mal mitnehmen. Ja! Bam! Sogar mal! Du verfluchter Hai! Ich glaube, ich dram. Das Viech spinnt komplett. Wie der mir mein Floß einfach so wegknuspert. Warte mal. Also das ist eine Frechheit. Das muss ich jetzt schon mal sagen. So, ein Mangosamen nehme ich gleich mit. So. Eine absolute Frechheit, muss ich jetzt echt schon mal sagen. Sauviech, elendiges. Schau dir das an. Da, schau. Da. Gehört sich das? Das gehört sich überhaupt nicht. Drecksviech. Und du? Na, warte, na. Wenn ich die erwisch, dann. Du kriegst es mit dem Speer, ich schwör's dir, du Saufich. Einfach so, die ganze Kiste weggefressen. Die habe ich so liebevoll dahingestellt. Ich hasse dich, Mistviech. Ich hasse dich, du Mistviech. Ich sehe da unten Erze, glaube ich. Da ist auch ein Erz. Gott sei Dank, die brauche ich jetzt eh gleich. Das Floß weiter ausbauen, das ist kein Zustand, ehrlich nicht. So, da Wasser mit Himbeersaft. Ja. Das Floß ist einigermaßen repariert. Ich brauche Platz, ne? Ich brauche Platz. Ich brauche Glipper. Dann bauen wir gleich wieder welchen. Da, gleich weg damit. So, Planke, Planke. Hat hingehauen, ja. So. Dann brauche ich... Tap. Hier ein Mangolein hinzupflanzen. So. Und zu gießen. Und für mich einen Schluck. Wie die das einfach genüsslich wegfrisst, ne? Lässt sich nicht stören? No. Ist nur die Alex. Pff, kein Problem. Kein Problem. Das fressen wir jetzt mal weg. Das... Pff. Überhaupt. Ne? Nett. Aber das mit dem, dass die Möwen Eier legen, ist mir echt ein Rätsel. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht machen die Möwen das ja gar nicht und es gibt Hühner. Oder so. Oder sie machen es schon und man muss sie vielleicht wirklich fangen. Quasi. Wie spät haben wir es denn schon? Ach du Heilige. Ja. Ungefähr. So. Das Essen tun wir wieder bunkern. Mit G. Bunkern. So. Die Blümchen kommen wieder da rein. Nein, das war falsch. Hä? Wo habe ich die Kiste für die Blumen? Ah, da hinten. Bin dumm. Da. So. Hier Kiste mit Blumis. Blumi. So. Jetzt haben wir wieder Platz, theoretisch. Ja. Du Heidhöhle. Wenn ich könnte, würde ich dich spießen, ne? Fangst du an zu fressen? Mistviech. So. Da können wir noch einmal, zweimal Clipper machen. So. Dann. So, schön zurück damit. Hier auch. Derweil einmal. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich höre dich, du Mistviech. Bin schon da. Zweimal haben wir getroffen, wenigstens. Ich habe jetzt die Planke weggetan. Jetzt kann ich es dabei nicht reparieren. Ist wurscht. Ich muss mal schauen, dass es hier weitergeht. Der Part ist schon wieder zu Ende. Ich habe nichts zusammengebracht. Nichts. Wie immer. Das ist unglaublich. So. Ich glaube, die Axt brauche ich gar nicht mehr eigentlich. Nur mal zum Blumen sammeln eigentlich. Heureka. So.
Ruck, ruck. Ja, das kann ich jetzt schon. So. Gelbe Blume. Ah, wir haben genug Platz, Gott sei Dank. So. Und das mit dem Dreck ist schon eine Sauerei. Am Anfang, als wir keine Schaufel hatten, Dreck. Und jetzt nie mehr, weil ich mich beschwert habe wahrscheinlich. Das könnte sein. So, hier haben wir alle, ne? Passt. Dann hier noch. Blaue Blümchen. Gelbe Blümchen. Nochmal gelbe Blümchen. Und schwarze Blümchen, glaube ich. Passt. So, oben sind wir fertig. Jetzt heißt es unten rum. Das Viech versetzt einen nur noch in Staunen. Echt. So, die sind alle gebunkert. Sehr's. Barabarabaram. Kupferbahn habe ich jetzt auch schon genug. Jetzt haben wir hier das da. Werde ich hier hinterweil tun. So. Die Blütis kommen dahin. Falsch. Seh mal rein. Ich denke, ich verdumm mich da immer. Das gehört darüber. Ich muss gleich niesen, glaube ich. Ja. Nein, doch nicht. Okay. So. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir eh recht leer. Das passt dann für den Tauchgang. Ich würde sagen, wir werden uns noch schnell stärken, glaube ich. Und dann werden wir einen Haifischköder versuchen zusammenzuschustern, ne? Weil ich glaube, ich habe keinen mehr, leider. Ich glaube, da kann ich nicht mehr dienen. Nope. Macht aber nix. Fischen wir halt. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.